Hallo zusammen, Friday Evening, DAX Time. Die starken Werte bleiben stark und die schwachen Werte bleiben schwach. Und dann kommt irgendwo der DAX dazu. Hier, das ist die Deutsche Bank, sensationelle Bewegung. Ja. Das gleiche ist bei Commerzbank. Dazu gehört aber auch sowas wie Telekom. Richtig schön gelaufen, haben sie gut gemacht. Eine Allianz ist dabei. Da sind auch die Reisewerte, zum Beispiel Lufthansa. Ja. Sauberer Trend. Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief. Sauberer Aufwärtstrend. Dazu zählen so Sachen wie Airbnb, Accor Hotel, natürlich Fraport. Also diese Werte waren gut und insbesondere die Finanzwerte haben sich meines Erachtens nach jetzt mal eine Pause verdient. Das heißt nicht, dass sie fallen, aber dass sie einfach mal vielleicht mal seitwärts gehen. Und heute gesellt sich dazu sowas wie Daimler. Sprich Mercedes. Und es ist nicht nur Mercedes, sondern gleichzeitig waren die BMW gut und die VW waren auch in Ordnung. Aber die Daimler haben es heute natürlich gebracht mit 6,6%. So, und dann steht da irgendwo der DAX dazwischen. Ich kriege das ab und zu mit, dass der eine sagt, der DAX ist langweilig oder der DAX ist super. Ich will keinem den DAX nehmen, Gottes Willen, ja, das ist immer mal schön, da kann man hier mal 100 Punkte mitnehmen oder da mal 150, ja, da reden wir aber von 3/4% oder 1%. Und mal ganz ehrlich, wenn ich tanzen gehen will, dann gehe ich in den Club, da dröhnt die Musik, da gibt es was zu trinken, dann sehe ich, Leute, da will ich Spaß haben. Ich kann natürlich auch alternativ in Aufzug gehen, da gibt es keine Getränke, kein Imbiss, die Musik kommt aus dem Lautsprecher, ist ziemlich lahm, ja, und tanzen ist da eigentlich auch nicht so. Deswegen, ich suche immer die Aktien, in denen was los ist, nach oben oder nach unten. Delivery Hero habe ich vorhin auch einen Film gemacht, hat immer noch keine Bodenbildung gemacht. Gehört zu den schwächeren Werten, die auch schwach bleiben. Schaut euch meine Sartorius an, da wird dann gruselig beim Chart. Adidas, da hoffe ich immer mal wieder, dass sie mal kommen, aber die will einfach momentan keiner haben. Selbst bei einer Linde zuckt man so ein bisschen zurück. Und das ist das, was ich meine mit die starken Werte bleiben stark und die schwachen Werte bleiben schwach. Ich glaube allerdings, dass diese Rotation, die jetzt heute, also die jetzt schon seit einigen Tagen ist, aber die jetzt heute die Autos mit aufgenommen hat, das wird jetzt wahrscheinlich 3-4 Handelstage ganz gut gehen. Und da kann ich mir vorstellen, kommt die nächste Branche dran. Und was mir da im Auge schwebt, ist sowas wie Bayer, Anilin und die gehen ganz gern zusammen mit E.ON und RWE. Die haben auch ähnliche Hauptversammlungstermine, Ende April und ich glaube E.ON ist der letzte mit 15. Mai. Das kann ich mir da als nächste Branche vorstellen, die rotiert wird. Dann pausieren halt dann mal die Autos, aber die sind jetzt im Gang. Und wenn so ein Tanker wie Mercedes sich mal in den Weg setzt, ja, dann ist der Bremsweg ganz schön lang. Also wenn die mal so einen richtig schönen Trend machen, dann kann das richtig spaßig werden. Also das ist das, was ich meine mit die starken Werte bleiben stark, die schwachen Werte bleiben schwach. So, und das ist der DAX. Und ja, ich benutze das Wort. Ich finde ihn tendenziell eher langweilig. Auch hier in dieser Woche. Ich glaube, ich habe gar keinen einzigen Trade im DAX gemacht. Deswegen soll euch das nicht davon abhalten. Wir haben gestern, ich habe meine Augen nicht getraut, ich bin ja kein Fan von der 200-Tage-Linie, das wisst ihr. Wir sind gestern genau dran gelaufen. Und dann verließen sie ihn unschlossen, worauf ich eher schaue, unter der 20-Tage-Linie. Heute gehen wir ein bisschen über die 20-Tage-Linie und schließen deutlich drunter. Der Freund ist völlig neutral. Im Unterschied zu letzter Woche ist es so, dass die Bänder sich geringfügig verändern. Die gehen ein bisschen zusammen, die Volatilität kommt ein wenig zurück. Man sieht es hier, die Kerzen sind im Schnitt kleiner als diese Kerzen hier. Ja, oder vor allen Dingen auch diese hier. Die Volatilität kommt ein bisschen zurück. Ich habe einen völlig neutralen Trendfolger, MACD. Da ist überhaupt kein Blumentopf mit zu gewinnen. Und die Stochastik steht bei 59. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich sehe nur, ich habe hier einen Widerstand jetzt bei der 15.622, gefolgt von diesem immer noch 61er Retracement von dieser Bewegung hier. Da sind wir hier bei 15.760. Ich habe Unterstützung im Bereich 15.070, hier unten nochmal 14.950 und die altbekannte, ich zeige sie gar nicht mehr, 14.815. Deswegen, ob der DAX jetzt die nächsten 200 Punkte hoch macht oder runter, ist, finde ich, jetzt hier überhaupt nicht auszumachen. Das ist immer von der gesamten Mengenlage mal anzuschauen.
ich habe hier kein griffiges Signal, was mich zu irgendeiner Aktion verleitet. Das bekomme ich erst hier drüber oder hier drunter. Ja, das sind für mich diese Make-or-Break-Point. 14.950 und hier oben drüber so eine 15.750. Ja, deswegen kann man den trotzdem hin und her spielen, aber das wäre mir ist es dann zu langweilig. Brauche ich nicht. Für diejenigen, denen es nicht zu langweilig ist, habe ich folgende zwei Scheine mitgebracht. Das eine ist ein 14.909er Call. Der liegt also unterhalb des Bandes. Das wäre zum Beispiel eine Alternative, wenn wir hier drüber gehen. Oder wenn wir langsam hier zur Seite gehen, der DAX würde sich von der Technik her ein bisschen abbauen, dass man den aufnimmt, um dann vielleicht den nächsten Anlauf abzuwarten. Das ist die HR6 KEV. Im Moment ein Hebel von 28, ja, ist vertretbar. Als Put habe ich den genommen, 15.970, ich bin ein bisschen näher rangegangen. Wir liegen da hier, in der Nähe des oberen Bandes, aber das sollte am Montag sollte das schon wieder da oben sein. 15.970, das ist die HW2T2U, auch ein Hebel von 28. Also mir bringt der DAX momentan nicht so viel, ich bin lieber in den Einzelwerten. Ich finde einfach, das macht mehr Spaß, das ist quirliger. Ja, sonst kann ich auch gleich morgens den Computer ausmachen. So mache ich das. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.